So, die Pendelbewegung geht gleich raus. Oh, das ist auch so schlimm. Bitte schnell dann noch Geld bekommen, gell? Super. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, dann habe ich es vergehen. Und wenn wir gleich uns ausgependelt haben, dann wir ganz kurz in der Luft. Ganz toll. Kann ich ja wieder löschen zu Hause. Ja, das sag ich mal. Herrlich. Da krieg ich mich nicht. Wer will das? Wow. Sabine. Sehr gut. Ne? Was ist das für ein Schisser? Komm, hau einen dummen rein. Ja. Krabbe ich mal so auf den Weg. So, ihr kennt euch aus in der Gegend oder weiß jemand gar nicht, wo wir sind? Oh, wir kennen uns meistens aus. Ihr kennt euch meistens aus. Das ist schon mal gut, also ob alles sich auskennt, weiß ich nicht, nicht, aber... Ich feier hier nur. Ja. Kennt es sich nicht aus. Ja. Wir gestartet sind wir in Speyer am Flugplatz, das heißt, da aus hier nebenan ist Speyer, denke ich mal, ne? Wir haben den Speyerer Dom, die Gedächtniskirche links, gefällt mir persönlich ein bisschen besser, der Rhein, genau. Die rot-gelbe, rot-blaue Brücke. Kannst du Ingrid oder? Ja, ich hatte die blaue Brücke ist die 61. Dann in der Verlängerung hinten Kraftwerk Neckau in Mannheim. Dahinter dann der Mellibokus, der die höchste im vorderen Odenwald. Haben eine relativ klare Sicht, kann Mannheim gut erkennen. Spannend, aber der Sonnenuntergang. Ja, und trotzdem haben wir... Ja, ne? Wenn wir bei Bedarf wieder so. So, da haben wir noch vielleicht Pendelbewegung, ne? Das Pendel ist schon raus. Von der Richtung fahren wir momentan Richtung Altenstein, Neulusheim. Ah ja. Mhm. Hockenheim, den Ort kann man hier links auch sehen. Dahinter dann Hockenheim rechts. Super. Aber lange dreht sich auch mal wieder hier nochmal vorne. Wie lange sind wir da unterwegs dann hier oben? Eine Stunde bis anderthalb in der Luft, bis wir wieder zurück sind, kann so 3,5-4 Stunden dauern. Ah ja. Rot kann man durch uns, kann man nicht reflexen, so kann man schreit doch keiner. Nee, muss ja gar keiner erzählen. Ja, irgendwie. Kann ich gar nicht mehr so erinnern, wie ich da immer sage. Ja, ich weiß im Moment nicht. Gemessen rum. Aber das ist sowieso an der Rohrgröße, im Rohrgraben haben wir komplett gemacht. Diese Kilometer leiden. Wir haben mal eine Kugel gemacht, aber 20 Meter dünn. Mit der Hand auf. Wir haben keinen Rabbi. Wir gucken mal, aber generell in der Werkstatt muss mit dem Ballon auf Riss 10 Meter lang. Weil die Tiefe der Bissen so besser ist, als ich. Wir gucken das. Ja, mit Tor. Ja, mit Tor. Immer noch mal, dass wir gerade mal drauf machen, dann machen wir das aber nicht mehr. Wir sind hier nämlich noch jetzt in der Platzrunde, ne, oder unter der Platzrunde. Wenn die hier zur Landung gehen, fliegen die in die Platzrunde ein. Das ist im Prinzip wie so eine Kurve, die hier fliegen einmal. Ne, auch wenn die hier Startlandungen üben, die gehen von der Piste jetzt raus in der Windrichtung, drehen rüber nach links, einmal über dem Rhein und drehen dann rein zur Landung. Was euch Lego nie gereicht hat, das ist auf jeden Fall
sieht das mal nicht so gut aus. Ja. Das ist ja der Wochenende. Das ist alles neu. Nur diese Raffinerie. Nur diese ist alles neu. Das war GNH, hier wurde Wolle hergestellt. Da habe ich mitgearbeitet. Richtung vorgeben kann man nicht, wie man irgendwas denkt. Schon, aber ich weiß nicht, ob der Wind sich dran hält. Das ist immer so das Problem. Du kannst dir immer was wünschen, aber ohne Denker. Kannst nur in unterschiedlichen Höhen Windrichtungen laufen. Das heißt, wenn wir jetzt oben eine Strömung hätten, die woanders hingeht, dann du damit dann, wenn du in der Höhe fährst, dann in die Richtung fahren. Aber sonst hast du keinen Glück mehr. Ist ja schön über den Ballon fahren, sonst könntest du in den Flieger steigen. Kannst du dir auch so hinschieben. Schöner Ball, ne? Ja. Auf jeden Fall Richtung Karlsruhe. Maisgau ist, da kommt erst, oder? Trinken. Ballon.